Hallo und herzlich willkommen zu Dark Souls 3 von Pro. Mhm, und mir. Yes. Ist auch toll davon. Naja, du bezahlst mich nicht. Bezahlt ich mit Keksen, weil. Ja, ich hab Kekse. Und einen Köln. Ja, bring jetzt. Solange dieses Intro läuft. Ich kenn's ja schon. Ja, ich kenn's auch schon. Kann ich da ein Stück. So gut ist es jetzt aber auch nicht das Intro von 3. Das von 1 war besser. Das von 2 war sehr verwirrend. Käsekuchen. Ja. Das ist auch schön. Ich will schon ein Stück. Ich zeig den Käsekuchen. Warte. Nicht, dass ich jetzt was überspringe. Ich will nicht, dass du überall hinkrümelst. Kommt mir so fett. Das sollte sein. Ja, warum nicht? Das Problem mit dem Intro, was ich habe, ist, das ist so ziemlich generisches Fantasy-Scheiß. Ohne Wirklichkeit in Bezug auf Souls 1 oder 2. Wenn da jetzt fucking Nähzeug drin ist. Kekse in der Keksdose. Und noch was zu trinken. Ich finde nur noch was Spaßiges zum Spielen. Hammer doch da. Da. Ich mein Spielschau. Da kommt was so scheiße gegen die. In dem Fall gibt es auch nicht Frame Drops. Auch bei der Konsole. Weil die Säcke einfach überall Meshes hingelegt haben. Gib mir mal einen Keks hoch. Ich kann es erst nicht glauben, dass ich einen Keks gebe. Wunderschön, diese Waffe. Ich könnte ihn spoilern. Wie viel wird man für ihn brauchen mit der richtigen Waffe? Fünf. Es gibt ja auch einen Weg, wie man ganz am Anfang des Spiels sich eine Level 9 Waffe holen kann, also plus 9. Wollen wir das machen? Nö, wie das? Das geht, wenn du, bevor du Boss killst, den zweiten Boss, da kannst du es machen. Ich hatte ihn schon gekillt, also kann ich den Weg nicht machen. Aber ich bin nicht gepatcht worden. Und du musst den, du musst den Schwertmeister mit dem Katana umbringen. Dann kannst du ihn sammeln für den Bosskampf. Dann holst du dir das Banner von Emma. Rennst dann mit dem Schwertkämpfer hoch zu Emma, bringst dann sie um, nachdem du das Banner hast, weil du brauchst sie eh nicht mehr für die Story. Und dann, wenn du das gemacht hast, kriegst du ja natürlich ihre Asche und der Dancer auf der Bridget Valley spawnt. Dann lässt du den Schwertkämpfer halt sterben, gehst dann ins Menü, lockst dich aus dem Spiel, machst das Spiel wieder an, dann spawnst du vor dem Nebel, holst dir wieder den Schwertkämpfer, aber dieses Mal ist seine Hitbox im Arsch. Das heißt, er kriegt keine Damage, dann stehst du einfach oben in der Ecke, während er gegen den Dancer kämpft und den einfach fertig macht. Okay. Und dann kannst du schon in Deutschland nicht online, also funktioniert das nicht. Ja, das funktioniert auch ohne. Wenn wir Eisenzettel haben wollen. Der Schwertmeister ist ja NPC-Sammel. Du brauchst du einen Ember. Ich bin nicht dafür, dass wir jetzt Eisenzettel haben wollen. Warte. Mach mal einen Charakter, der. Ich hab schon weiblich. Wie soll ich heißen? Vielleicht rassistisch. Bin ich zu sehr. 45. Das wäre gut. Ach, dann hau halt rein, Eisentitte, Albentitte. Eiserner Buchen vielleicht. Ich kann nicht glauben, dass wir das wirklich machen. Was ist das Begräbnisgeschenk? Fire Gem. Das ist eins das Gute. Die anderen sind scheiße. Was? Na, Fire Gem. Der feurige Edelstein. Ja? Der ist der einzig Gute. Was denn? Könnten wir kurz Klassen durchgehen, ja? Ich würde sagen, die Eisentitte braucht hier mehr von. Aber das kann man sichern. Oh, Tauzeit, das kann man. Ha, niemand. Körperbehaar. Hast du der Kartenbock eingestellt? Ich bin weg rein. Ich hab meinen Karten nicht mal angestellt. Weil ich meine, den. Warum, Fabrice, müssen. Okay. Ich meine den sehr schön.
Sammy McGeisen tötet. Das ist das Unnötigste überhaupt. Ich wette, andere Let's Player haben sowas auch nicht gemacht. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht. Das Ding ist, man sieht nicht mal in der Rüstung, dass sie Russen Brust hat. Wird mal sehen, doch, was so für Klassen. Sie ist leicht gewachsen. Ja. Ja, die will ja dann Klassen sehen. Ein obskurser Ritter vom schlechten Ruf. Oh. Was für ein Bild wollen wir machen? Strength, Dex oder Magie? Ich würde sagen, irgendwie Strength und Magie. Ich meine, am Ende läuft es eh darauf hin, wenn man die Geruchsschwerter benutzt und die ganzen Bosswaffen, dass man Strength macht. Ja, muss man ja. Wie in Dark Souls 2, da braucht man 50 Stärke für den Schmelzer Dämon Streitkolben. Ja, zum Beispiel da. Ich gehe den nochmal durch. Dex ist ziemlich gut für Leute, die schnell sein wollen. Wir nehmen doch sowieso Ritter, also. Ja, ich gehe die mal für die Zuschauer durch. Harry war gut. Naja, so ein Hybrid ist aus Cleric und Abseiner. Oder so Dex. Ha! Kannst du mir auch machen. Wir nehmen den Ritter, ne? Hätte es keine Einigung gegeben, hätten wir den Bettler genommen, ja? Ja. Ja, dann gib mal noch einen Keks rüber. Die sind giftig. Vor allem weiße Schokolade. Die sind wirklich gut, ne? Ja, aber ich kann von Blumen Bild im Maul. Schluck's mal runter und dreh es dann nochmal. Ich kann von Blumen Keks in meinem Maul. Aber ich kann es auch nicht zu essen. Kekse. Hast du ein Glas oder so? Speichel haben. Standardregeln, wenn einer stirbt, ist der nächste dran. Ja. Ich muss aber nochmal die Controls anschauen. Ja klar, deshalb guck einfach jetzt mit zu. Ja. Kamerasteuerung. Verbrief! Ich meine, die Basics kenne ich die schon A1, A2 und halt Post und Waffenswitch. Aber dann muss man nachkommen, wie man bei der PS4 dann zwei schon Items einsetzt. Dreieck. Viereck. Ja. Schon verkackt, Fabrice, ernst. Rolle ist mit Kreuz. Sichere Seelen. Du kommst jetzt auf den Ball. Asche Estus Flakon. Und den kannst du dann gleich am Anfang von einfach auf Estus machen. Babys hast du da wäre die Sache. Und das ist halt nur die Stelle Babys was Blackstep. Das ist mir eigentlich egal. Lass mal lernen, wie das geht. Oh, dodged. Gegenstand benutzen. Und geh auf den Lizard. Damit gleich der nächste dran ist, oder was? Und so, ich hab mir meinen First Try gelegt, das ist super easy. Und danach wird es greedy werden. Zu wem soll ich gehen? Zum Lizard. Nee, danke. Das ist super easy. Du musst nur mit ihm herumrollen, schleichen. Fabrice ist zu gierig, hat ja nur Bloodborne gespielt. Parry. Muss man aber gut zeigen. Und später gibt es noch einen Dark Knight. Die sind ja ziemlich gut zum Parry üben. An den habe ich es auch geübt. Einmal so gemacht, bäm, und dann gleich mal Erfolg gehabt. Waffen wechseln mit dem Steuerkreuz. Gegenstände wechseln mit Steuerkreuz unten.
und Zauber. Ich würde sagen, bei Dark Souls machen wir 30 Minuten fort. Ja. Weil 15 Minuten waren in 5 Minuten schon vorbei. Ich fand jetzt das Tutorial-Gebiet ein bisschen scheiße, weil es eigentlich komplett nicht verbunden mit der Welt ist. Oh, er hat zwei Schläge aus. Ja, das ist. Man. Du kannst ab der halbe Waffe gut reisen und das alles verbunden, aber die Stelle ist mit keinem massigen Ort verbunden. Hm. Es gibt auch später noch ein dunkles Tutorial-Gebiet. Oh ja, da ist dann der Tutorial-Boss einfach als Meister da. Nicht mehr der Richter, sondern der Meister. Natürlich könnte man auch hinholen, aber... Wenn wir Glück haben, droppt einer von den Chimes. Dann wollte ich mir noch einen auf Laube und dann nicht. Oh, das ist nicht runtergetrollt. Mit einem kleinen Heiler. Hm? Ja. Wenn wir Glück haben, droppt einer von ihnen das Chime. Und dann müssen wir noch ein Level auf Glaube machen, was halt früher sehr gut wäre. Ja. Dann könnten wir uns mit dem heilen, weil der hat ja den Skill mit dem automatisch halten. Dann könnte man halt kurz, wenn man gerade nicht im Kampf ist, sich schnell heilen. Yay, yeah, der hat die Titel. Ich weiß gar nicht, wieso das Leute. Ich habe so viele Videos gesehen, die kriegen das anscheinend irgendwie alle nicht hin den Sprung. Hä? Das ist halt einfach nur geradeaus wegen fertig. Ja. Backstep für schön. Na. Wie sieht es so? Aber mit Knight ist sogar jetzt, mit was hast du denn gespielt vorher? Hm? Seltener. Seltener. Mit Knight ist dann jetzt noch leichter. Weil der eine Waffe ist, geht dann glaube ich, ist nicht strength. Die Waffe ist stärker und das Schild hält mehr aus. Ja, das ist 100%. Du kannst jetzt schon zuschlagen. Ja, ist wirklich so. Du musst doch nicht warten, bis die Anzeige da ist. Ja, komm schon. Fuck. Ich meine, der ist wirklich nicht schwer. Na, Sonne! Deswegen wollte ich das runterfassen. Hey, ihr seid hier, habt ihr auch mal gesunde Arme und Beine, ja? Weiter zu schauen, weiter zu. Dein Lager am Boden, ja. Da hab ich einfach zwei Bomben. Ja, da hat er schon. Weil, wirklich spüre ich eigentlich dann. Hau! Ich schalte dann ihm ran zu. Man muss nur an seiner Hand bleiben. Wiederhergestellt und das erste. Und das zweite Punkt. Das ist ja das zweite. Und zu dem kommt man aber auch nie wieder zurück für diesen Mordfall. Ja, braucht man nie wieder. Ja. Ich hab's einmal gebraucht in meinem Privat. Achso, man will das ganze Loot nur im Tutorial abzugreifen oder so. Und dann ist er zu legen. Dann kann er auch zu dem ersten Bordfall gehen. Hm. Yay, yeah, gerade das Bockschwert. Segeln. Hat ja manchmal, glaube ich, das Langwert. Moin, Heimatknöchel. Ich muss schon sagen, wenn man da auf gegen, von den Klippen wegguckt, sieht es wirklich wunderschön aus. Du meinst da auf die Berge? Ja. Okay, ganz leicht nach oben rechts. Da sieht es viel cooler aus. Ja. Gibt es da Screenshot würdig? Das ist ein Screenshot, du bist jetzt mein Desktop-Hintergrund. Dafür bist du würdig genug.
Ja. Machst du gleich den Schwertmeister, oder? Weiß nicht. Nee, na gut, ich persönlich habe ihn, glaube ich, gecheased, indem ich einfach immer zurückgegangen bin, bis er wieder zurückläuft, dann hat er den Rücken zurückgedreht, reingerannt. Das ist so einfach. Slash, und dann hat er wieder. Ich glaube, ich komme erst hier. Erstes wieder. Du kannst übrigens mal zu der Firekeeper-Tusse da eine Emoji machen. Die ist wie die Puppe, die reagiert. Ja. Dann rüste ich mal kurz. Und verfolgen oder so zum Beispiel reagiert die auch. Oder winken halt. Verfolgen. Wirklich sehr ähnlich wie die Puppe. Oh, sie schüchtern. Bam, Damage rein, ja. Beim Wink macht es gut. Hallo. Da unten. Kopf nach unten, Lady. Da oben. Jetzt passt schon, jetzt mal weiter. Ja. Du kannst aber schon wieder aufleveln, ne? Mhm. Warte, mach mal runter. Schon nächsten. Die Dunkelheit in hier würde ich auch gerne mal berühren. Ja, du willst mal aber hier. Also, was geht mal zuerst? Vitality. Vitality, glaube ich, bis man 15 hat und dann Constitution. Oder die kannst du jetzt. Also, wir haben zwei Level-Ups. Vielleicht dann einen auf. Halt auf das dritte. Kondition. So. Ja. Das ist ganz gut, wenn man das ein bisschen hoch macht am Anfang. Weil wir haben noch wir jetzt keine so große Waffe. Das hätte man auch sanfter wegtun können. Man hätte es auch nicht hier hin tun müssen. Habt ihr gar nicht jemals was von dir gekauft? Ja, tut Waffen ist regelmäßig. Ich nie ein einziges Mal. Ich hab dir schon Freunde. Ich hab dir sau viel Asche schon gegeben. Das ist halt das Ding, ich muss nie Pfeile kaufen, weil ich nie Pfeile verwende. Und jetzt, wenn ich gegen anlocken will, hab ich Pyromantie. Er hat aber Patches getötet und mir dann die Seele gegeben. Ja, aber Patches sollte man lieber nicht umbringen. Sollte man dann leben lassen, damit man seine Quest dann weitermachen kann. Aber dann stirbt doch der Dieb, oder? Nee, er stirbt. Aber er bringt ihn später um. Du kannst es aber verhindern. Well, a new color I see. Er hat als einzigsten eine Animation in seinem Mund. Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem halt sehr robotisch. Ja, das ist aber fucking, dass hier die Geisterbahn mit dem Mund so aufgeklappt. Schau mal, hör mal genau, wenn er redet und schau auf seinen Mund, das ist nicht mal synchron. Ab und zu macht er den Mund auf, obwohl keine Worte kommen. Ja, da ist das letzte Mal. Wir vielleicht Luft holen oder so. Dafür war ja, glaube ich, noch ein Platz zu sein. Das war ja der untere Prozess Fortress. Das war der, den ich mal sterben lassen habe, weil die Skeletträder heute raus sind. Das war so doppelt. Nee, der war ja nicht da bei den Skeletten. Das war ja das Skelettschuh. Das wird hier noch befolgt, so. Ziemlich gut. Der André war vor der Sandsworkers mit den Schlangen. Achso, ja. Ich dachte, er kommt auch noch mal in 2 vor. Da, wo man das erste Mal sprengen musste und dann zu dem Bonfeuer kommt. Ja, ich glaube, das könnte er eigentlich auch sein. Weil das sieht schon ähnlich aus, ne? Ja. Yeah.
Wenn das wirklich stimmt, dann heißt der André McDuffie oder so. Hier gibt es ja auch sozusagen diese Siegmeier. Aber diesmal ist er Siegfried. Siegfried. Ja, und er kann eigentlich alleine einen Dämon legen, ist mir aufgefallen. Heißt seine deutsche Version Siegfried? Das wäre peinlich, du fliegst einfach die Treppe rum. Man kann ihn aber auch runterfliegen, das ist witzig. Du kennst ja den Katakomben, sind ja auch die ganzen Skelette, die da auch verstehen. Jedes einzelne direkt schön mit Parieren und so geschieht gegen die Ecke, aber so ein Krieg vorbeigestoßen. Jeden verschissen alles. Hast du Glück gehabt, dass er das Schwert erst in die Höhe hält, ja? Und was ist dann die Reihenfolge eigentlich? Von uns. Von uns, wie wir dran sind. Keine Ahnung. Verpriest, dann ich, wir dann du und dann. Dein Papier spielen, wenn das ist ein bisschen unnötig. Bis dann überlebt man, wenn noch Dennis dazu kommt. Gut, aber jetzt können wir es halt machen. Verpriest, ich habe nicht sehr großes Vertrauen in dich, wie du hörst. Nicht sehr großes Vertrauen, ja? Schlag zu, Junge! Lass noch ein bisschen Stamina fürs Wegrollen. Ja, okay. Zumindest einmal nach hinten rollen und mal wieder Schild fallen. Und nicht immer Schild fallen, weil deine Stamina füllt sich nicht auf. Okay, Töre Stein. Ich meine, du wirst wahrscheinlich eh nicht liegen. Ich gehe jetzt sowieso zur Mauer. Na gut, Bitch. Na, du kannst den ja liegen, wenn du willst. Na gut, aber jetzt sind das Schnee bei der Mauer, können wir da weitermachen. Sollen wir dann den abonnieren? Wir müssen erst mal aufnehmen für den einen Glückstein. Für die Level 9 da läuft. Wollte ich auch noch ausprobieren, aber. Römer von Lotte. Das ist ein bisschen scheiße, dass sie das nicht erklären. Für neue Spiele muss es richtig scheiße sein. Ja, so. Weil du musst erstmal zum Bonfire gehen und auf Reisen drücken, wenn du halt nicht. Das weißt. Weil das wird dir nicht einmal gesagt, dass du das machen sollst, sondern einfach nur Bonfire entfacht. Das ist das. Ich bin mir sicher, manche sind einfach eine halbe Stunde lang zumindest überall rumgelaufen oder so. Hier geht's nicht weg. Vielleicht sollte ich mal mit den Personen reden. Braucht da auch nichts. Vielleicht sollte ich mal dieses Schwert da benutzen, was so könnte. Highwall ist ja so ziemlich Bloodborne-mäßig. Highwall war ja ziemlich Bloodborne. Ach, du benutzt immer die englischen und so. Ja, weil ich das Spiel halt auf Englisch spiele. Hier war ja nie. Kommt drauf an, wo du jetzt lang bist. Das ist halt praktisch, wenn du das Spiel auf Englisch spielst, benutzt du das Wiki mehr. Weil die alten Zeichner sind anders. Oh, ist das Siegesboy? Das bleibt original ja, deutsch. Deutsch. Siegesboy. Ist eigentlich egal, wo ich lang gehe. Schon. Nicht ganz so. Ich meine, der Ritterklasse, mit der kannst du praktisch eigentlich unverändert die ersten 5 Sportler nehmen. Du wirst nie deine Rüstung kaufen müssen. Warum auch immer. Also privat habe ich mit Ritter auch. Also. Man muss halt die Rüstung nie wegnehmen, weil die schon gut genug ist. Das kommt, der spielt doch wieder besser. Und die hat schon 21 Preis, das ist der Preiszahl, die auch an der Seite hat. Das ist schon ziemlich geil. Man kann ja da oben beim Treffen was holen. Da gibt es aber jetzt 3 von den Typen. Bomben, Feuer, Bombenwerfer. Du kannst mal kicken, wenn du hier hinter dich.
schön, dass man jetzt wenigstens auch nicht so wie Dark Souls 2 ein bisschen mehr Reaktion auf das Schild sieht. Bei 2, da haben sie einfach nur drauf gehauen. Ja, ich glaube schon, dass man bei den Wettern diese Nacht. Aber jetzt bei den Typen, die Dolche hatten, haben sie drauf gehauen. Sehen wahrscheinlich noch so aus. Halt. Ja. Kann man verkaufen. Würde ich als Bettler jetzt anziehen. Ich mach den auch nicht umnehmen. Selbst solche Kleinsachen machen einen großen Unterschied jetzt. Caprice, überleg mal, warum wollte ich das jetzt nicht machen? Hm? Ich hab nur gesagt. Ich hab's nur gesagt. Liegt was da in der Ecke hoch? Nein, aber ich dachte, der Drache kommt. Nein, der kommt erst später. Und später. Gibt es da eigentlich einen Weg auf den Turm des Drachen drauf? Ja, du musst durch seine Flamme durchrennen. Ja, halt auf den Turm oben drauf. Um mir dann in den Rücken anzugreifen. Nein, da gibt's keinen Weg. Ja, warum? Und da ist halt. Geht man gleich ein bisschen peinreißen. Und dann ist dann rein in den Boss. Ich glaube, der Drache kommt auch, wenn man da sich ans Gitter stellt. Da liegt doch die Claymore beim Drachen dann, wenn man da ist. Könnte man holen, aber naja, die liegt ziemlich weit hinten, also muss man von Gitter aus lang laufen. Und dann ist halt die Möglichkeit, dass man verbrannt wird. Ja, der Unterschied zwischen Skyrim und Dark Souls beim Drachen ist, wenn ein Drache dich hier erwischt, bist du tot, einfach tot. Wenn er dich in Skyrim erwischt, heißt es, oh, du stehst in Feuer. Jetzt soll der kommen, jetzt soll der kommen. Demnächst. Kannst du noch nicht mehr mit dem Kopf. Der ist Punkt da. Du hörst aber einfach rein. So kann ich mir jetzt einfach mal ein paar Segel zusammen. Hier kann man noch einen Unermann von Helm an. Dann stelle ich mich hier hin. Und dann spuckt er hier auf Feuer rund. Ein bisschen weiter näher zu dem Bogenschuss. Jetzt kann raus. Nee, weiß ich, bleib jetzt extra drin stehen. Komm. Schon so weit, ich bin schon so weit. Ich meine, er kennt easy mit. Ich muss einfach nur in die Kettelseite schauen. Oder du wartest ein bisschen. Ja, und dann sieht man ja, wie die Truhe atmet, wenn du genau hinguckst. Sieht ja mal die Kamera so, dass man sieht. Das sieht man schon so, der obere Teil der Hüften senkt sich immer durch. Ja. Kein Bock, das jetzt anzugreifen. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ja, nur eine Waffe. Ich glaube eine Handachse. Nee, das war eine Dark Elf. Abdrüngige. Ja,
hat irgendwas eine Axt mit Dark drauf. Aber so hat man halt eine abgetötet. Ah, ich weiß, wo es zweite Bonfire ist. Seitlich, links und rechts sind noch zwei Kranke. Da ist auch meine Durchmacht. Meinen wir jetzt die Bonfire? Wo ist das nächste Bonfire? Hier noch das alte. Und oben ist das Bonfire. Da rechts rein oder? Ja. Nett und langsam. Ground Pump. Jetzt hoch, bevor der Light zu wird. Ein Lothric Ritter. Ich glaube, weiter rechts ist auch noch ein. Naja, und wenn man von hier aus auf den Drachen schießt. Ja, gut und passt perfekt. Wir haben jetzt 31 Minuten. Das ist dann ein. Kann man ihn vertreiben? Germidor.